Hallo meine Lieben, heute behandle ich das Thema Spiritualität, Seelen und warum wir auf der Erde sind, warum Seelen inkarnieren. In einschlägigen Literaturen und viele Gurus sagen, in einschlägigen Literaturen liest man und viele Gurus sagen, dass wir auf der Erde sind, um zu lernen, um zu leiden. Ja, wir haben keine andere Aufgabe als zu leiden. Da möchte ich darauf hinweisen, beziehungsweise nicht hinweisen, ich möchte jetzt mal eine Geschichte erzählen, mal gucken, ob du da für dich etwas findest, was harmonisch ist. Denn wenn ich das höre, wir sind auf der Erde zu leiden, frage ich mich, muss das wirklich sein? Ist das wirklich so? Ja, und da spielen natürlich verschiedene Komponenten bei mir auch eine wichtige Rolle, da ich ja als Seelenüberführer auch fungiere. Das heißt also, wenn ich in Häusern oder auf Grundstücken Seelen finde, führe ich sie ins Licht. Ich führe sie durch mich, durch mein Herz ins Licht. Dadurch bekomme ich einen ganz kurzen Moment Kontakt mit der Seele, die ich dort gerade überführe und fühle natürlich, was die Seele mir in dem Moment mitgibt. Man muss wirklich davon sprechen, sie gibt mir was mit, denn ich empfange unglaubliche Dankbarkeit, Liebe, Güte in einer Schönheit, wie ich sie gar nicht beschreiben kann. Wenn ich da rangehen möchte, gefühlstechnisch, kommen mir direkt die Tränen, so intensiv und so schön ist das. So, jetzt frage ich mich, wenn eine Seele so viel Reinheit besitzt, ist es dann vereinbar mit den Aussagen, die ich so im Internet lese, in Büchern lese, die ich von angeblichen Gurus, Spirituellen, wie auch immer höre? Ist das wirklich vereinbar? Meine Antwort lautet nein. Nein, sie ist es nicht. Was wohl eher ist, warum ist eine Seele auf der Erde? Warum inkarniert sie? Ganz, ganz einfach. Weil sie genau das, was sie mir gibt, hier auf der Erde empfangen möchte. Sie möchte es leben, weil die Seele das ist. Sie ist die Liebe, sie ist die Güte. Sie ist die Göttlichkeit. Sie ist die Reinheit. Und weil das alles so ist, kann es nichts anderes geben. Die Seele will hier auf der Erde genau das erfahren. Und deswegen inkarniert sie in uns, damit sie uns dorthin bringt. Sie hat eine Schwingung, die ist so schön und feinstofflich und versucht uns in diese Feinstofflichkeit hineinzuziehen. Leider gelingt es ihr nicht immer. Warum? Weil wir im Außen herum überall genau das Gegenteil erfahren. Zum Beispiel über diese Gurus oder angeblichen Spirituellen oder diese ganzen Pseudo-Buchschreiber da, die da behaupten, die Seele ist auf der Erde und wir müssen zum Lernen und wir müssen leiden. Das ist totaler Blödsinn. Wir sollen eigentlich in der Glücklichkeit sein, in der Glückseligkeit sein. Wir sollen das Göttliche erfahren. Wir sollen das Licht der Liebe, der Güte in unserem Herzen tragen. Und genau deshalb ist die Seele bei uns, weil sie uns den Zugang dazu ermöglicht. Wir dürfen uns dem nicht versperren. Wir tun es leider aus Unwissenheit. Aus Gründen, weil Menschen um uns herum genau das Gegenteil erzählen. Fühlt mal in euer Herz, was ist tatsächlich euer Begehren? Als ich vor vielen, vielen Jahren meine Erleuchtung erfahren habe, da fiel mir ein Satz ein, der lautete: Der Sinn des Lebens ist das Bestreben nach Harmonie. Dann kam noch ein Beisatz dazu, im Sein. Jedoch der erste Satz, der Sinn des Lebens ist das Bestreben nach Harmonie. Der ist entscheidend. Was beinhaltet dieser Satz? Fühl mal rein, was in Harmonie ist.
Wenn du in das Gefühl hineingehst, was Harmonie ist, dann wirst du nur Güte erfahren, dann wirst du nur Liebe erfahren. Das ist in Harmonie. Und das ist das, was uns unsere Seele mitteilen möchte, wo sie uns Menschen, Körper, Bewusstsein hinführen möchte. Also lege ich euch eigentlich ans Herz, legt diese ganzen Fehlinformationen ab, fühlt in euer Herz, was wollt ihr wirklich? Ihr wollt in Wirklichkeit Harmonie. Weil ihr Harmonie wollt, wollt ihr dieses Göttliche, dieses Ausgeglichensein, dieses Wohlfühlgefühl. Egal was ihr macht, ob ihr Sport macht, ob ihr Spiele spielt, Computerspiele spielt, ob ihr einkaufen geht, ob es ein Auto ist oder die Frauen Handtaschen, Schuhe, schöne Kleider, das spielt alles keine Rolle. Es ist eine Ersatzbefriedigung, weil wir eigentlich diese Harmonie in uns erfüllen wollen. Wir wollen an diese Harmonie ran. Und deswegen machen wir so viele Dinge, auch so viele schräge Dinge. Und das ist alles nur zu einem Ziel zu führen. Wir wollen in Harmonie sein. Darum möchte ich euch jetzt mitteilen, versucht für euch in eure Harmonie zu kommen, in eure Dauerharmonie. Dauerharmonie heißt also nicht nur ein momentanes Glücksgefühl, weil ich mir dies gekauft habe, weil ich mir das gekauft habe, weil ich mir das geleistet habe und das geleistet habe, oder weil ich jetzt durch meine Arbeit eine gewisse Position erreicht habe, yippie, jetzt bin ich glücklich, am nächsten Tag sieht es anders aus, weil dann plötzlich ist so viel Arbeit, so viel Stress, so viel, was da nebenbei kommt, was ich gar nicht berücksichtigt habe, was mir sofort sämtliche Freude wieder nimmt, weil das sind nämlich nur Ersatzbefriedigungen. Und weil dieses Ersatzbefriedigungen sind, halten sie nicht lange an. Das Einzige, was lange anhält, ist eine dauerhafte Lebenseinstellung, die wir haben. Eine dauerhafte Lebensgewohnheit, die wir uns aneignen. Und diese Lebensgewohnheiten fangen damit an, im Positiven zu denken. Danach kommt natürlich das positive Sprechen und das positive Handeln. Das positive Denken fängt schon damit an, dass ich zum Beispiel nichts Negiertes denke, nichts Böses denke, nichts Böses über meinen Nachbarn und. Wir können im Grunde ja auch niemandem neben uns böse sein, weil wir gar nicht wissen, aus welchen Beweggründen dieser Mensch dies oder jenes tut. Wir wissen ja gar nicht, was dieser Mensch denkt, was seine Denkstrukturen sind. Ergründen wir mal, was unsere Denkstrukturen sind, was uns dazu gebracht hat, so oder so zu denken. Wenn wir das einmal machen, dann werden wir den Kopf schütteln und sagen, dann verstehen, was ich meine. Es ist unglaublich, was mich zum Beispiel konditioniert hat, so zu denken, so zu handeln, wie ich bin. Welche Einflüsse auf mich eingewirkt haben, schon von frühester Kindheit an. Und wenn ich das jetzt auf einen anderen Menschen mit seinem Leben projiziere, oder wer das Glück hat, ein Geschwisterpaar zu haben, ein Geschwisterteil zu haben, der wird sehen, dass dieses Geschwisterteil schon alleine ganz anders tickt als ich, obwohl wir in derselben Familie groß geworden sind. Obwohl wir in derselben Familie groß geworden sind, tickt mein Bruder, meine Schwester ganz anders als ich. Wie kommt das? Ganz einfach, weil dieses Lebewesen eine ganz andere Erziehung genossen hat als ich. Weil da ganz andere Komponente eingeflossen sind. Und so ist es auch mit meinen Mitmenschen. Ich kann niemandem in irgendeiner Form böse sein, weil ich überhaupt nicht weiß, was dieser Mensch erlebt hat, was ihn zu dem, was er ist, geformt hat. Kann ich gar nicht wissen. Deswegen ist es eine Anmaßung, wenn ich über andere Menschen urteile. Es ist eine totale Anmaßung. Es ist ein Ego-Trip und da müssen wir runter. Das heißt also, unsere Gedanken sind schon mal sehr entscheidend. Positives Denken, positives Sehen. Wenn wir etwas sehen, können wir uns zu zwei Dingen entscheiden.
In der Regel ist es so, dass wir entscheiden, positiv oder negativ. Jetzt schaut es aber so aus, das ist jetzt mein Tipp für euch, jetzt schaut es so aus für euch, dass ihr hingeht und nur positiv seht oder neutral seht. Nicht negativ, neutral. Betrachtet es einfach aus einer Position heraus, wo ihr die ganze Sache anguckt und wo ihr dann denkt, interessant, ich schaue mir das an und schaue mir nur an, was sich daraus entwickelt, weil ich weiß ja nicht, was der Hintergrund von diesen Sachen ist. Wenn mir etwas gefällt, das ist etwas Persönliches. Aber wenn etwas ist, was im ersten Augenblick für mich sehr rätselhaft wirkt, dann ist das wieder etwas, was aus unserem Kopf herauskommt. Da fangen wir mit Kopfkino an. Und den schalten wir aus, oder das schalten wir aus, und lassen es einfach mal auf uns wirken. Du wirst dich wundern, was da aufmacht, was sich da aufmacht. Du wirst dich wundern, dass du plötzlich Einblick in die Hintergründe bekommst. Das ist unvorstellbar. Da kommt zum Beispiel ein Mann, der raunzt da rum, der behandelt dich wie der letzte Dreck, und 5 Minuten später unterhältst du dich mit diesem Menschen und dann erfährst du, dass bei ihm ein Todesfall vor kurzem war, dass er da noch in der Verarbeitungsphase ist, dass das dieses Raunzen gar nichts mit dir zu tun hatte, sondern mit einer Bewältigung der Situation, die er vorher erlebt hat. Oder im nächsten Fall ist wieder ein anderer Mensch, der raunzt dich an. Genau das Gleiche, da erfährst du, dass da ein großer Krankheitsfall ist, ein Sterbefall aufgrund dieser Krankheitsfall, aufgrund dieser Erkrankung. Und dann wird dir klar, dass dieser Mensch eigentlich nur eine Art Stressbewältigung gemacht hat. Der behandelt dich so, nicht weil er so ist, sondern weil es die Situation, die um ihn herum ist, mit der er nicht klarkommt, einfach so gegeben ist. Also wenn wir uns manchmal Menschen angucken, wie sie um uns herum sind, werden wir feststellen, dass sie mit vielen Situationen nicht klarkommen und aufgrund dessen uns gegenüber so reagieren. Das können wir am besten erkennen, indem wir uns selber mal angucken, in wie vielen Situationen wir andere Menschen schlecht behandelt haben, obwohl es uns in Wirklichkeit irgendwie schlecht ging, obwohl uns irgendetwas massiv beschäftigt hat, bedrängt hat und wir einfach nur ein Ventil brauchten, um da mal wieder so ein bisschen Luft zu bekommen. Das hat jeder von uns irgendwo schon mal erlebt. Und wenn wir genau hingucken, werden wir auch sagen, ja, der Mann hat recht. Das habe ich schon mal erlebt. Und deswegen wollen wir von dieser Beurteilung anderer Menschen wegkommen und einfach in die Neutralität gehen. Und wenn wir mit anderen Menschen reden, dann schauen wir, dass wir immer in der Güte, in der Freundlichkeit bleiben, immer, auch wenn ich angegriffen werde, das zu kompensieren, dass ich einfach sage, okay, wer weiß, was ihn gerade reitet, hat nichts mit mir zu tun, denn ich habe diesem Menschen nichts Böses getan, zumindest nicht bewusst Böses getan. Denn wenn ich das tatsächlich getan habe, wenn ich aus reinem Herzen mit anderen Menschen arbeite und ich habe niemandem was Böses getan, dann hat das nie etwas mit mir zu tun. Dann hat das immer etwas mit diesem Menschen zu tun, der diese Aggression auslöst. Von daher ist ja schon mal bei mir persönlich ein Aggressionspotenzial gar nicht mehr vorhanden. Das heißt, ich bin in meiner Güte, in meiner Wärme und der andere ist da, wo er ist. Ich kann ihn abholen, ich kann ihn stehen lassen, das bleibt mir überlassen. Ich kann frei entscheiden. Ich kann ihn fragen, ob ich ihn abholen darf, wenn er es möchte. Schön, dann bin ich sein Begleiter. Wenn nicht, dann geht er seinen Weg allein. Ja, da sind wir nämlich schon wieder bei Gedanken, Worten und Taten. Ich denke im Positiven. Ich sehe eine Situation. Ich sehe, das hat nichts mit mir zu tun. Ich artikuliere, ich spreche es aus. Und übergibt im Grunde das Ganze wieder meinem Gegenüber. Mein Gegenüber kann entscheiden, ja, helft mir oder helft mir nicht. Und wenn er nicht geholfen bekommen möchte, dann gehe ich in die Aktion und helfe ihm. Somit bin ich immer im Positiven, immer im Positiven. Das Geben bzw. Sprechen ist auch in anderer Form vonnöten. Das heißt, ich benutze meine Wortwahl immer in einem freundlichen Ton, in einem positiven Ton. Und benutze so wenig negativ
angehauchte oder mit Schwingung angehauchte Wörter wie möglich. Nehmen wir zum Beispiel Worte schön und schlecht oder nicht gut. Wenn wir nur an das, in diesen, das sind zwei Wörter, ich weiß, wenn wir in diese zwei Wörter reingehen, nicht gut, dann merken wir, dass ein Schwingungsabfall passiert. Gehen wir in das Wort schön, super, klasse, merken wir, wie in uns so ein Feuer entsteht, eine Wärme entsteht. Also warum sollen wir sie nicht schüren oder beibehalten, das Feuer immer am lodern lassen, indem wir ständig solche Wörter benutzen. Statt nicht schlecht, boah, ja, das finde ich nicht schlecht. Das hat irgendwie so ein 4 minus an sich, fast schon ein 5, ein mangelhaft. Aber eher ein 4 minus. Wenn ich aber positiv sprechen will, dann spreche ich in, wenn ich in Schulnoten spreche, in 1, 1 plus, 1 minus, 2 und nicht in 4 minus. 4 minus, minus. Ja, nicht schlecht. Ja, nicht toll. Nee, das ist genau nicht, was ich weiß. Ja, wenn wir einfach so mal schauen, genauso wie du hast noch nicht die Straße gekehrt. Und dann kommt die Antwort, nein, ich habe noch nicht die Straße gekehrt. Achtet mal darauf, da sind drei Neins drin. Das erste Nein, das zweite Nein hebt das erste Nein auf und dann widerspreche ich dem ersten, zweiten Nein wieder, indem ich sage, beziehungsweise dem Ja, dass ich es doch nicht getan habe. Die deutsche Sprache ist eigentlich nicht kompliziert. Wir machen sie nur kompliziert. Das heißt, wenn einer sagt, du hast noch nicht die Straße gekehrt und ich sage nein, heißt es, ich habe sie doch gemacht. Und anschließend sage ich, ich habe sie noch nicht gekehrt. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass das zweite Nein eigentlich ein Widerspruch dem ersten gegenüber ist. Nicht eine Aufhebung, ein Ja, sondern es ist ein Widerspruch. Nein, das stimmt gar nicht. Und dann kommt, ich habe sie nicht gekehrt. Also ich habe sie doch nicht gekehrt. Warum sage ich nicht direkt danach, ja oder richtig? Ein richtig ist auch ein schönes Wort, das ist auch so ein aufhellendes Wort. Oder ich sage, ja, ich habe sie noch nicht gekehrt. Oder man fragt mich, hast du den Müll noch nicht runtergetragen? Nein, ich habe ihn noch nicht runtergetragen. Merkt ihr, wenn ich das sage, hast du den Müll noch nicht runtergetragen? Nein, das ist ein Widerspruch. Ich habe ihn noch nicht runtergetragen und bestätigt dann gleichzeitig wieder, was ein Irrsinn in unserer Sprache steckt und vor allen Dingen, wie viel Negativität da drin ist. Erstens ist es schon einmal Nonsens zu fragen, hast du den Müll noch nicht runtergetragen? Weil damit setze ich ja schon im Grunde eine Antwort voraus. Würde ich direkt fragen, du, hast du den Müll runtergetragen? Bleiben mir nur zwei Antwortmöglichkeiten, ja oder nein. Gehe ich aber hin und frage, hast du den Müll noch nicht runtergetragen? Dann gibt es einmal für mich das Ja, ich habe es noch nicht runtergetragen, mache ich gleich. Oder ich sage Nein. Oh, ich habe ihn noch nicht runtergetragen. Es ist verworren, verworren, verworren. Fragt jemand, hast du den Müll schon runtergetragen? Ja. Hast du den Müll noch nicht runtergetragen? Ja. Dann denkt er sich, oh, er hat ihn schon runtergetragen, macht den Müll auf. Oh, ist er noch da? Was ist das denn? Ja, ich habe doch gesagt, ich habe ihn noch nicht runtergetragen. Nee, du hast ja gesagt. Ja, ja, ich habe ihn noch nicht runtergetragen. Ja, so viel Kontroverse können entstehen, alleine nur, weil ich mich nicht richtig ausdrücke. Weil ich nicht eine Frage stelle, die im Grunde zwei Antworten ermöglicht, ja oder nein. Nein, ich gehe hin und sage schon im Vorfeld, hast du noch nicht? Oder hast du nicht den Müll?
Das ist so eine Vorbestimmung der Fehlinterpretation, die dann auch noch falsch beantwortet werden. Weil heutzutage kaum noch einer hat das richtige Deutsch. Es ist traurig. Aber er merkt nicht durch dieses Falschaussprechen, was er damit bewirkt. Es soll jetzt kein Vortrag darüber werden, um Gottes Willen, ich höre jetzt auch sofort auf. Ich will nur damit klar machen, dass wir einfach nur in der positiven Aussprache sind. Wir hatten vorhin das Denken, wir haben jetzt die Aussprache. Aussprache heißt auch positive Aussprache, immer gut, schön, klasse, toll, ja. Wir dürfen auch Nein sagen. Wir müssen nicht wollen. Die Option haben wir. Aber letzten Endes heißt es nur im Positiven. Und das Handeln natürlich auch. Wir sollen so handeln, dass wir keinen anderen Menschen zu Schaden kommen lassen. Es sei denn, es geht um unser eigenes Leben und unsere Gesundheit. Dann dürfen wir ansonsten nicht. Und wenn wir das alles machen, dann erhöht sich unsere Schwingung. Und dann kommen wir unserer Seele näher. Dann fühlen wir uns glückselig, leicht, schwingend, in einer Liebe, in einer allumfassenden Liebe. Und da kommen wir zu meinem nächsten Thema. Was ist Liebe? Liebe ist nicht dieses egoistische: Liebst du mich? Sag mir mal, dass du mich liebst. Du hast mir gestern auch gar nicht gesagt, dass du mich liebst. Sag mir doch, dass du mich liebst. Hallo? Man sieht es an den Taten. Man sieht es an den Taten des Menschen, ob er einen liebt oder nicht liebt. Man muss niemanden fragen. Eine Frage: Liebst du mich? Kommt als Antwort: Natürlich. Ja, klar. Aber was denkst du denn? Ja, mein Gott, was erwarte ich denn als Antwort? Die kriege ich auch, das, was ich erwarte. Aber was ehrlich gemeint ist, was wirklich von Herzen kommt, das sehe ich an den Taten, das sehe ich an den Worten,